Und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht, aber ich habe meine Map resettet. Quattro Colinas ist frisch und neu und wir müssen neue Bedürfnisgebiete aufdecken und wir gucken mal, was da so an Rothirschen rumgeistert heute. Wer es noch nicht getan hat, lasst das Abo da und den Follow auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim heutigen Teil. Let's go. Wir gehen wieder links lang. Alter. Endgegnerzaun. Komm schon. Sehr gut. So, ich hoffe, heute passt alles. Ich habe noch mal ein bisschen die Settings überprüft. Ist gar nicht so einfach. Also zurzeit irgendwie steckt der Wurm drin. Aber ich hoffe, das passt heute alles. Jetzt haben wir so eine Liste, die man ab. Das ist richtige Arbeit hier. Richtig Arbeit, sowas zu organisieren. Hier so ein Stream, Dingsbums und so. Jetzt natürlich sein, dass die Bedürfnisgebiete der Rothirsche ganz woanders sind. Zum Beispiel da. Weiß noch nicht, ob ich auf was schießen sollte. Oder ob wir uns das erstmal angucken. Ich glaube. Wir schauen uns erstmal an, was es hier so alles gibt. Bei 1-4er und 1-6er überzeugen mich jetzt noch nicht wirklich, dass der Reset richtig gut war. Ist noch ein 6er. So, 150 Meter. Angezoomt und... Bam. Drop, 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 drop. Ja. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schön. Hier haben wir a group of Rothirsch girls. But they have no boys. They're looking for a big Pfütze of blood hier. Oh, sehr gut. Yes. Das ist mein erster 6er heute. Mal sehen. Ja, auch nur Silber. Ab 182 fängt Gold an, 162 haben wir geschossen. 20 Punkte Unterschied. Leider. Aber schöner Lungentreffer. Ja. 6er halt, ne? Ist okay. Da hinten sieht es nach einem sehr, sehr großen Hirsch aus. Seht ihr dieses Geweih, was da wackelt? Ist noch ein 6er. Also sie haben tatsächlich noch ein... Ein Boy dabei. Okay, okay. Natürlich die Frage, ob wir die da verschrecken, wenn wir auf die hier schießen. Darum würde ich jetzt schon mal schießen wollen. In der Hoffnung, dass die da drüben stehen bleiben. Das Ding ist halt dieser scheiß Drecksbusch da. Oder? Oh, oh, sieh mal, Rothirsch. Dieses Geweih ist ja krass. Dieses Geweih sieht krasser aus als die Zahl. Ich hab gedacht, das ist jetzt eine 8er oder eine 9er oder sowas. Schön. Den anderen, den kleinen, den lassen wir da mal noch. Der kann noch ein bisschen wachsen, bevor wir ihn schießen. So, der Silber, der hat ein paar mehr Punkte als der letzte 6er. Der könnte sein, also der 7er da oben, der wird bestimmt Gold sein, hundertprozentig. Er hat wirklich schon ein schönes Geweih. Hat sich gelohnt, den zu schießen. Ja, Gold. Schön. Aber noch keine 200er Wertung, 250 wird Diamant. Aber schön. Guckt euch doch mal dieses schöne Geweih an. Nicht. Hör auf! Mensch. Das ist der 6er. Müssen wir natürlich die Waffe auf 75 Meter nullen. Und dann geht's los. Schön. Aber da hinten haben wir jetzt, glaube ich, auch ja, die Gruppe verjagt. Aber da war nur ein 4er dabei. Das tut jetzt nicht ganz so doll weh, wenn wir den nicht schießen dürfen. Was ist der 4er? Ja, scheiß drauf, können wir gleich von hier aus drauf schießen. 150 Meter genullt und... Da legt er sich hin. Schön.
So, Silber war der Boy. Ja, sehr weit entfernt von Gold, aber Silber, okay. So, der ist auch Silber, gerade so. Ist dieses Geweih nicht süß? Ein Sechser. Jetzt einen Ohrenschuss, können wir hinkriegen, ne? Interessiert mich jetzt der Sechser. Aber der geht auch gut runter. Aber hier in der Kurve, wo die sonst eigentlich stehen, ist nichts. Ich muss die Kurve nochmal richtig schön inspizieren. Aber bis jetzt... Man sieht's ja. Hier Sechser, Siemer. Naja. So, das ist der Siemer. Mal sehen. Ja, Gold. Schön. Der hat die 200 wenigstens schon mal geknackt. Naja. Schönes Tier. Finde ich gut. Besser als der Siemer, den wir davor hatten. Da haben wir den ersten Achter für heute. Das war ein bisschen hoch. Das war ein bisschen hoch. Aber auf den kam es ja jetzt nicht an. Und es kam auf den Achter an. So. Gold. 238, 251 wäre Diamant, ja. Leider kein Diamant. Schade. Aber schon geiles Tier. Geiles Tier. Schöner silberner Hase. Warum nicht? Mal so zwischendurch einen Hasen. Der geht auch. Ach so, es gibt zwei von euch. Ihr seid Zwillinge. Okay. Mal sehen, ob wir sie beide kriegen. Aber ich denke schon. Sah ganz gut aus. Silberner Rothirsch. Und der zweite silberne Rothirsch. Drei goldene bis jetzt. Naja. Was soll's. Aber der Map Reset hat sich schon gelohnt. Oh. Ich sehe nichts, Busch. Ja. Was haben wir genullt? 300 Meter, toll. Menno. Digi. Lad doch nach! Ist das schlecht. Bin ich schlecht. Easy. Okay, da war noch ein Siemer dabei. Das könnte noch ein Goldener sein, ne? Das könnte unser vierter Goldener sein heute. Siemer Rothirsch, schönes Geweih. Schauen wir uns mal an. Gold. Schön. Gerade so, aber Gold. Schönes Ding. Und noch ein Fünfer in Silber. Lassen wir heute mal von Rothirsch ab. Wir haben sehr gut Rothirsch gejagt. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Erstmal nachladen ist wichtig, Kinder. Nichts ist schlimmer, wenn man schießen will und man drückt ab und der Typ lädt erstmal noch nach hier. So, Rehe könnte ich mich auch heute, dass wir heute irgendwie noch so ein paar goldene Rehe schießen oder so. Oder das da. Und wenn die jetzt nicht gerade auf der Flucht sind, kommt ruhig her. Keine Luft mehr.
O5er könnte die ja sein? Nein, hör auf. Sicher? Ja, sehr sicher. Okay, okay, okay. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen besser gezielt. Aber tödlicher Treffer? Das gibt's ja gar nicht! Das gibt's ja gar nicht! Lol, ist das random? Ist das random? Ist das random? Ich laufe da einfach lang und das ist das erste Wildschwein, was sich mir ergibt. Und zack. Diamant. Ja, 5 Punkte drüber sogar. Krass. Schön. Schöner Schuss heute noch. Krass, krass, krass. So, das war's auch schon wieder mit unserem YouTube-Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Heute schön Rothirsch gejagt. Und zum Schluss nochmal, sehr überraschend, ein Wildschwein in Dia geschossen. Krass. Und das bei so einem random Schuss. Das war einfach das erste Wildschwein, was mir entgegenkam. Krass. Naja, auf jeden Fall hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vergesst das Abo auf YouTube nicht. Vergesst den Follow auf Twitch nicht. Der Link ist in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.